Hast du vielleicht 5 Minuten Zeit für mich? Sehr gut. Ich habe für dich jetzt ein Pilates Quick Back Boost Workout. Das heißt, du brauchst nur 5 Minuten, um deine Rückenmuskulatur zu stärken, und wir beginnen. Komm in den Vierfüßler. Wir mobilisieren erstmal die Wirbelsäule. Und dazu eignet sich der Vierfüßler einfach sehr gut. Ausatmen und einatmen, strecken. Ausatmen und einatmen. Spür, mit jedem Einrollen deine Wirbelsäule wirklich mobilisiert wird und wie mit jedem Strecken du mehr Raum und Platz zwischen den Wirbeln bekommst und die gesamte Rückenmuskulatur sich aufwärmen kann. Wieder strecken und wieder einrollen und einatmen. Ausatmen und dann gehen wir in die Bauchlage. Bring die Hände neben deinen Schultern, zieh die Schulterblätter nach unten, aber versuch sie vom Gefühl her eher weit und offen zu halten. Streck die Beine ganz lang aus, roll das Becken ein, senk dein Brustkorb etwas ab, atme hier ein. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen und heb den Oberkörper nach oben an. Einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen und versuch die Schulterblätter weit und offen zu halten. Die Beine bleiben lang ausgestreckt. Ausatmen und einatmen. Und aus und ein. Und dann kurz zurück in Richtung Fersen. Und dann geht's gleich wieder nach vorne. Streck die Arme nach vorne aus. Heb deine Beine nach oben an. Ausatmen. Der rechte Arm geht nach oben, linkes Bein. Einatmen. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Dann machen wir das Ganze ein bisschen mit Tempo. Einatmen, ausatmen. Eine Variation wäre, zuerst mal nur die Beine zu strampeln, also nur mit den Beinen zu strampeln, die Beine abzulegen und dann das Ganze mit den Armen. Also probier einfach aus, welche Variation für dich am besten ist. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Zieh den Bauchnabel fest nach innen. Drück dein Schambein in deine Matte. Ein und aus. Einatmen, ausatmen. Letztes Mal und dann wieder nach oben. Zurück in den Vierfüßler. Ausatmen in den Katzenbuckel. Und einatmen, wieder strecken. Wir gehen wieder zurück in die Bauchlage. Die Handflächen zeigen diesmal nach unten. Atme ein, ausatmen. Öffne die Beine. Die Arme gleichzeitig. Einatmen, schließen. Aus und ein. Jetzt bauen wir noch eine Rotation ein. Einatmen, du holst die Arme zu dir. Ausatmen, aufdrehen. Einatmen, Seite wechseln. Einatmen, aus. Ein, aus. Und du siehst und du spürst, wie deine Rückenmuskulatur arbeitet. Jeder einzelne Rückenmuskulatur wird hier wirklich gekräftigt. Aus und ein und wieder öffnen und schließen. Aus, letztes Mal Beine lang aus, ein, aus, drück dich nach oben. Und dann bleib hier, dein Po ist leicht angehoben, dein Kopf in Verlängerung, steck die Arme nach vorne aus, zieh die Schultern von den Ohren weg und dann beginne hier mit den Armen zu strampeln. Ein und aus. Ein, halte den Rücken wirklich fixiert, zieh den Bauchnabel nach innen, Kopf in Verlängerung. Ein und aus und ein.
aus. Letztes Mal. Und lösen. Okay. Dann zum Abschluss einmal den Rücken nach hinten rausschieben, ausatmen. Einatmen, strecken. Und nochmal nach hinten. Und wieder strecken ein letztes Mal. Und wieder lösen. Dann bedanke ich mich, dass du bei meinem Quick Back Boost Programm mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.